Es war eine ganz, ganz große Heuchelei, ob Jens Spahn, ob Angela Merkel, ob Olaf Scholz, all unsere Politiker, fast all unsere Politiker, die haben während der Corona-Krise das Krankenhauspersonal über den grünen Klee gelobt. Es war die Rede von Heldentaten, von systemrelevanten Berufen, von unverzichtbaren Leistungen für die Gesellschaft. Aber wer hinter die Kulissen blickt, der entdeckt dort etwas Erschütterndes. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge. Eine erschütternde Tatsache gleich vorweg. Im Sommer 2020 gab es noch 30.000 betreibbare Intensivbetten in Deutschland. Im Dezember 2021 waren es 8.000 Betten weniger. Die Zahl ist also um über ein Viertel zurückgegangen und das in der größten Gesundheitskrise seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das ist so, als würde man während eines Großbrandes eine Feuerwache nach der anderen schließen und schließen und schließen und dann jammert man, dass das Feuer sich unkontrolliert ausbreitet und dann feuert man die verbleibenden Feuerwehrleute lauthals an, sodass sie über ihre eigenen Kraftreserven hinausgehen und das noch zu einem miesen Gehalt. Natürlich fehlt es in Wirklichkeit nicht an Intensivbetten, sondern es fehlt an Pflegepersonal. Und dieses Video, das enthüllt die Fakten und es gipfelt in einem Appell an die verantwortlichen Politiker, den Sie unterstützen können. Schauen Sie es unbedingt bis zum Ende, denn es geht um eine Sache, die für Sie, für mich und für unsere ganze Gesellschaft von großer Wichtigkeit ist. Dieselben Politiker, die jetzt Lobeshymnen auf die Pflegeberufe singen, die haben über Jahre hinweg unser Gesundheitssystem kaputtgespart und privatisiert, und zwar auf Kosten des Pflegepersonals. Aber jetzt, als Corona grassierte, heuchelten sie im Chor, ihr übt den wichtigsten Beruf der Nation aus. Die verantwortlichen Politiker haben Krankenhäuser jahrelang in die freie Wirtschaft abgeschoben, als wäre es ein stinkender Sondermüll, den man andernorts entsorgen muss. Die Politik hat es gefördert, dass in 17 Jahren sage und schreibe 300 Krankenhäuser einfach nur geschlossen wurden. Die Politik hat es gefördert, dass die Zahl der Krankenhausbetten seit 1997 um 15% zurückgegangen ist. Das bedeutet, wenn eine große Klinik damals noch 2000 Betten hatte, dann sind es jetzt 300 Betten weniger. Aber während die Zahl der Betten schwand, nahm die Zahl der Patienten immer mehr zu, weil es in unserer Gesellschaft immer mehr alte Menschen gibt. Die Feuerwachen wurden also abgebaut, die Zahl der Schläuche zum Löschen, die wurde radikal reduziert, während immer mehr Feuer in diesem Land ausbrachen. Und wer ist dabei ausgebrannt? Dreimal dürfen Sie raten. Immer mehr Krankenschwestern und Pfleger, Ärzte und Ärztinnen wurden von ihren privaten Trägern hoffnungslos überfordert. Statt sich Zeit für die Patienten nehmen zu dürfen, mussten sie im Sauseschritt von Bett zu Bett springen. Schnelligkeit und Effizienz wurden von den privaten Trägern als oberste Maxime ausgegeben. Plötzlich ging es nicht mehr um die Gesundheit von Menschen, sondern es ging um den Gewinn eines privaten Trägers. Plötzlich ging es nicht mehr um menschliche Schicksale, sondern es ging um eine Fallpauschale. Plötzlich war keine Zeit mehr für Gespräche mit dem Patienten. Stattdessen gab es Mitarbeitergespräche mit Vorgesetzten, die ihre Mitarbeiter immer wieder dazu aufforderten, nicht allzu viel Zeit an den einzelnen Betten und auf den einzelnen Patienten zu verschwenden. Plötzlich wurde der Eid des Hippokrates, der vor allem besagt, Kranken nicht zu Schaden kommen zu lassen, ersetzt durch den Eid des Kapitalismus, der vor allem besagt, den Gewinn des privaten Trägers zu mehren. Damit wird mein Appell an die Politik zu tun haben, auf den ich gleich zu sprechen komme und für den ich Ihre Unterstützung brauche. Viele Krankenhäuser in privater Trägerschaft entwickelten sich zu kommerziellen Unternehmen mit Unterstützung der Politik. Die Mitarbeiter, die fühlten sich verraten und verkauft. Doch jetzt höre ich, wie dieselben Politiker, die ihre Krankenhäuser in den Rachen der freien Wirtschaft geworfen und zu Fabriken gemacht haben, jetzt höre ich, wie sich dieselben Politiker auf einmal als Freunde des Pflegepersonals inszenieren, ohne dabei rot zu werden. Ich stehe fassungslos vor dieser gigantischen Heuchelei. Denn viele meiner Klienten und Klientinnen, die arbeiten im Gesundheitssystem.
Und schon das, was sie vor Corona erlebt haben, das war vollkommen unzumutbar. In vielen Krankenhäusern ist der Personalmangel so groß, dass der Betrieb nur durch Sonderschichten noch aufrechtgehalten werden kann. Diese Menschen, die haben so gut wie keine unbeschwerte Freizeit mehr, nicht mal mehr am Wochenende. Pausenlos kann das Handy klingeln, pausenlos kann ein Einspringen nötig sein. Die Arbeit im Gesundheitssystem, die macht Menschen krank. Die Zahl der Burnout-Fälle, die ist unverhältnismäßig hoch in diesen Berufen. Und dazu führt auch ein seelischer Spagat. Denn warum wird jemand Ärztin oder warum wird jemand Krankenpfleger? Die Menschen ergreifen diese Berufe, weil sie Werte haben, weil sie empathisch sind, weil sie helfen und weil sie Menschen gerecht werden wollen. Aber wie will man einem Menschen gerecht werden in diesen Berufen, wenn man die Stoppuhr in der Hand halten muss, während man neben einem Bett steht, neben einem Menschen steht, neben einem Kranken steht? Wie will man diesen Menschen gerecht werden, wenn man durch die Doppelschicht so müde ist, dass man kaum noch den Weg nach Haus findet? Wie will man ihm gerecht werden, wenn der eigene Arbeitgeber einen nicht für menschlichen Umgang mit Patienten belohnt, sondern nur für Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit? Die Menschen, die werden zerrieben zwischen ihrem Selbstanspruch und der Wirklichkeit. Darum ist der Appell am Ende dieses Videos so wichtig, und zwar nicht nur für die Pflegeberufe, sondern für uns alle, denn Sie und ich, wir können auch jederzeit krank werden und auf diese Menschen angewiesen sein. Ich kenne Ärzte, die ihren Dienst in privaten Kliniken quittiert haben, weil sie auf Teufel komm raus operieren und ihren Patienten solche Operationen aufschwatzen sollten. Nicht aus medizinischer Notwendigkeit, nein, nein, sondern weil ihr privater Träger möglichst viel Geld aus dem einzelnen Menschen rausschlagen wollte. Ein künstliches Knie soll vom Arzt verkauft werden, so wie ein Neuwagen verkauft werden soll vom Autoverkäufer, als wäre es einfach nur ein Produkt und nicht ein Ersatz für ein natürliches Körperteil und nicht ein schwerer Eingriff in den Körper. Was sind denn das für Arbeitsverhältnisse in Krankenhäusern, wenn es nicht mehr um den Sinn, sondern nur noch um den Gewinn geht? Und erinnern Sie sich noch, was im Herbst 2019 kurz vor der Pandemie passiert ist? Damals sind Experten mit einer Forderung an die Presse getreten. Die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland soll geschlossen werden, aus Gründen der Effizienz. Warum braucht jede kleine Stadt ein eigenes Krankenhaus? Ab mit den Patienten in die nächste Großstadt. Warum sollten wir Kliniken am Leben erhalten, die nicht rund um die Uhr voll belegt sind? Lasst uns auf Kliniken setzen, die nach dem Legehennenprinzip arbeiten und die es wirklich schaffen, eine maximale Auslastung des zur Verfügung stehenden Raums zu erreichen, in dem sie eben immer, immer, immer ausgebucht sind. Warum zwei mittelgroße Kliniken erhalten, wenn es auch eine riesige Klinik tut? Lasst uns die kleinen Krankenhäuser schließen und nur noch Großkrankenhäuser in großen Städten betreiben. Einen solchen Käse haben sogenannte Experten kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch gefordert. Und welcher Regierungspolitiker hat ihnen damals widersprochen? Wer hat das Gegenteil von dem behauptet? Welcher hat gesagt, dass wir wieder mehr Betten in den Krankenhäusern brauchen, weil es auch mehr alte, mehr kranke Menschen in unserer Gesellschaft gibt? Welcher hat gesagt, dass wir mehr Krankenhäuser brauchen, weil der ländliche Raum von der Versorgung nicht abgeschnitten werden darf? Und welcher hat damals gesagt, dass wir mehr Personal, das vor allen Dingen, dass wir mehr Personal in den Krankenhäusern brauchen und endlich eine vernünftige Bezahlung für diese wichtigen, wichtigen Jobs? Wer von all denen, die in der Corona-Zeit als Fankurve der Krankenschwestern und Ärzte aufgetreten sind, wer von all denen hat das damals gesagt? Natürlich niemand. Dabei konnte man damals schon Fälle nachlesen, in denen schwer verletzte Unfallopfer zu einer Klinik gefahren wurden, aber dort nicht behandelt, nicht gerettet, sondern abgewiesen, weil die Klinik schon überlastet war. Von 1996 bis 2007 ist die Zahl der privat geführten Krankenhäuser um 42% gestiegen. Die staatlichen Träger, die gaben ihre Verantwortung ab. Und das geschah mit dem Segen der Gesundheitspolitiker. Denn die fühlten sich den Lobbys der privaten Krankenhausträger, die fette Gewinne witterten, mehr verpflichtet als dem Personal, das damals schon aus dem letzten Loch pfiff und das vor einem Ausverkauf des Gesundheitswesens gewarnt hat.
So erklärt sich auch die sogenannte Fallpauschale, eine patientenfeindliche Erfindung, die bedeutet, wenn Sie mit einem bestimmten Problem in eine Klinik eingeliefert werden, gibt es für Sie eine bestimmte Summe. Und zwar relativ unabhängig davon, ob Sie ausführlich oder ob Sie kurz behandelt werden, ob Sie lang in der Klinik sind oder relativ schnell wieder rauskommen. So besteht die Gefahr, dass Sie als frisch Operierter wieder nach Hause geschickt werden, statt noch 2-3 Tage unter Beobachtung zu stehen, auch wenn das sinnvoll wäre. Denn sobald das Bett wieder frei ist, klingelt in der Kasse eine neue Fallpauschale. Vor diesem Hintergrund ist es ein Witz, dass man den Beschäftigten im Gesundheitswesen eine Prämie von nur 1.500 Euro fürs ganze Corona-Jahr gegeben hat. Das ist ein Witz, weil das aufs Jahr gerechnet gerade mal 125 Euro im Monat sind. Das ist ein Witz, weil diese Menschen schon vor Corona oft unbezahlte Überstunden gemacht haben und weil sie selbstlos bei Engpässen eingesprungen sind und weil Krankenschwester-Einstiegsgehälter bei lächerlichen 2.300 Euro brutto beginnen. Da bleibt am Monatsende so wenig übrig, dass man sich in einer großen Stadt nicht mal mehr ein kleines Zimmer leisten kann. Zum Vergleich, ein Bundestagsabgeordneter, der verdient mit Aufwandspauschale etwa 14.500 Euro pro Monat ohne Nebeneinkünfte. Dafür muss eine Krankenschwester über ein halbes Jahr lang arbeiten. Ist der Dienst an den Menschen, den ein Abgeordneter leistet, denn wirklich um ein Sechsfaches größer als der einer Krankenschwester oder der eines Pflegers? Ich finde, es kann nicht sein, dass jeder, der sich in Deutschland als Techniker um eine kaputte Maschine bekümmert, doppelt so viel bekommt wie jemand, der sich um kranke Menschen kümmert. Sonst sind wir eine total kaputte Gesellschaft. Die Gehälter, die müssen ganz dringend steigen im Kranken- und Pflegebereich für diese Berufe, damit sie auch für den Nachwuchs attraktiver werden. Und jetzt mein Appell an die verantwortlichen Politiker, den Sie unterstützen können, indem Sie dieses Video mit möglichst vielen Menschen teilen und es auch den Politikern Ihres Wahlkreises schicken. Also, meine Damen und Herren in der Politik, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie Volksvertreter sind. Sie vertreten nicht die Interessen der Pharmaindustrie, Sie vertreten nicht die Interessen der privaten Krankenhausträger, sondern Sie vertreten die Interessen der Bürger dieses Landes. Die Interessen der Kranken, der Unfallopfer, der Alten und auch die Interessen der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und für alle Genannten hat es ausschließlich Nachteile, dass die Krankenhäuser reihenweise in private Hände abwandern und zu Profitbetrieben werden. Holen Sie die Krankenhäuser zurück in die Hand des Staates. Schieben Sie der Gewinnmaximierung auf Kosten des Personals und auf Kosten der Patienten endgültig einen Riegel vor. Ich möchte wissen, wenn ich im Krankenhaus bin, dass es ausschließlich um meine Gesundheit geht und nicht um den Gewinn einer privaten Klinik. Ein Krankenhaus, das Menschen in der Not hilft, das darf nicht zu einer Profitmaximierungsmaschine verkommen, mit gehetztem Personal, mit aufgeschwatzten Operationen und mit schnell abservierten Kranken. Nein, ein Krankenhaus, das ist eine Einrichtung des Sozial- und Gemeinwesens. Und Menschen, die dort arbeiten, die verdienen höchstes Ansehen. Das galt vor der Krise und das gilt erst recht nach der Krise. Und diese Menschen, die müssen Gehälter bekommen, die ihrer hohen Verantwortung angemessen sind. Ich fordere Sie auf, meine Damen und Herren aus der Politik, sich mit ganzer Kraft für diese Anliegen stark zu machen. Denn ein Gesundheitssystem, das ist immer nur so stark wie die Menschen, die dort arbeiten. Und wenn jetzt keine Entlastung kommt nach Corona, dann brechen genau diese Menschen zusammen und das müssen wir, das müssen Sie verhindern und zwar durch Taten und nicht nur durch fromme Sprüche. Wenn Sie als Zuschauer meiner Meinung sind, dann sorgen Sie bitte unbedingt dafür, dass dieses Video viele, viele Menschen erreicht. Teilen Sie es mit Freunden, teilen Sie es mit Bekannten, damit wirklich, wirklich etwas passiert. Und schauen Sie jetzt gern noch mein Video, warum nette Menschen so oft ausgenutzt werden und über den Tisch gezogen werden. Das gilt im Gesundheitswesen und das gilt auch sonst. Ich verrate Ihnen, was Sie dagegen tun können. Das sind dann ganz praktische Tipps für Ihren Alltag. Das Video finden Sie in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und jetzt schenke ich Ihnen noch was sehr Wertvolles, nämlich mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Darin verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag die nächsten 365 Tage zu den besten Ihres Lebens machen.
Mich hat diese Methode sehr erfolgreich gemacht und sie wird auch bei Ihnen funktionieren, versprochen. Das Seminar ist nur noch kurze Zeit kostenlos. Klicken Sie hier und lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich sehr, wenn Sie meinen Kanal mit Glocke abonnieren, dann bekommen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.